Langlatum ist einer von 8 Stadtteilen der Stadt Meerbusch. Lang wird in einer Urkunde von 733 als Besslang erstmals erwähnt. Der Latumer See liegt am Westrand von Langlatum. Sehenswert ist der historische alte Markt im Zentrum von Lang. Der Marktbrunnen stammt von dem Bildhauer Michael Franke. Der Markt ist ein beliebtes Ausflugsziel von Radfahrern und Inlineskatern. Hier befindet sich auch ein Balkanrestaurant, ein Café und weitere Gastronomie. Viele der Gebäude stehen unter Denkmalschutz. St. Stephanus ist die römisch-katholische Pfarrkirche. Die erste schriftliche Erwähnung eines Pfarrers in Lang stammt aus dem Jahr 1176. Eine Kirche wurde 1202 zum ersten Mal erwähnt. Der Corpus Christi stammt angeblich aus dem 19. Jahrhundert. Der Wasserturm ist eine Stahlkonstruktion und wurde 1912 erbaut. Der Turm gehörte zu den ehemaligen westdeutschen Zelluloidwerken. Das Werk wurde 1985 geschlossen. In der Nähe befindet sich heute das Forum Wasserturm. Hier finden Veranstaltungen wie Kabarett, Konzerte und Theater statt. Neben der Gastronomie bietet Langlatum einen gemütlichen Shoppingbereich mit den unterschiedlichsten Geschäften und Einkaufsmöglichkeiten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch zu meiner Motivation ein Abo oder einen Daumen da. Oder teile dieses Video mit deinen Freunden.